Hallo und herzlich willkommen zum Unisport-Pausen-Express. Mein Name ist Nena. Falls ihr noch nicht aufgestanden seid, dann bitte jetzt aufstehen, damit wir loslegen können. Zu Beginn heben wir unsere Schultern beim Einatmen zu unseren Ohrläppchen nach oben. Beim Ausatmen lassen wir die Schultern runterfallen. Einatmen, hochheben. Ausatmen, runterfallen lassen. Einatmen, ausatmen. Hochheben und runterfallen lassen. Ein letztes Mal hoch und runter. Sehr schön. Als nächstes kreisen wir die Schultern nach hinten. Gerne beide gleichzeitig. Auch hier schön große Kreise machen. Versucht mit euren Schultern an die Ohrläppchen ranzukommen, um wirklich den größten Bewegungsradius auszunutzen. Noch zwei Kreise nach hinten. Ein letztes Mal. Und dann schüttelt eure Schultern aus. Als nächstes pflücken wir Äpfel. Dafür strecken und recken wir uns nach oben. Gerne auch zu den Seiten, nach rechts und nach links. Imaginär Äpfel pflücken. Wer möchte, darf sich auch ein bisschen nach vorne beugen. Oder nach ganz oben auf die Zehenspitzen mal gehen, um an die obersten Äpfel ranzukommen. Und dann greifen wir mit unserer rechten Hand unser linkes Handgelenk und drehen uns nach rechts rüber. Einmal tief ein- und ausatmen hier. Dann in die Mitte zurückkommen und einmal die Hände wechseln. Das heißt, die linke Hand fasst das rechte Handgelenk und rüberdehnen. Tief ein- und ausatmen, in die Mitte zurückkommen. Sehr schön. Heute machen wir eine kleine Boxkombination. Dafür gehen wir erst einmal in die Deckung, machen 5 Boxschläge. Nach vorne und dreimal Federn. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Richtig schön mit voller Kraft boxen und dreimal Federn. Nehmt richtig Schwung auf, powert euch aus, fühlt euch wie Rocky und vergesst nicht das Federn zwischendurch. 5-mal boxen, 3-mal Federn. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Atmen nicht vergessen. Und nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Noch zweimal das Ganze durchziehen. Und ein letztes Mal, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Schüttelt euch aus, atmet durch, entspannt euch. Als nächstes machen wir eine Übung mit den Armen. Dafür strecken wir unsere Arme nach vorne über unseren Kopf und greifen dabei mit den Händen die ganze Zeit zu. Erst einmal gleichzeitig. Das heißt, der rechte und linke Arm wird gleichzeitig nach oben geführt und die Arme greifen, die Hände greifen. Dann bleiben wir einmal oben und nur der rechte Arm geht nach unten, kommt wieder zurück nach oben. Der linke Arm geht nur nach unten und kommt wieder nach oben, weiterhin greifen. Und dann wollen wir einmal abwechseln, diagonal rechts und links aneinander vorbeiführen. Und auch einmal hier oben in der Diagonalen uns richtig lang machen, strecken. In die andere Richtung, lang machen, strecken. Und dann nochmal beide Arme nach oben führen. Nur den rechten Arm nach unten. Wieder hochführen. Nur den linken Arm nach unten. Noch einmal hochführen. Und noch ein letztes Mal beide Arme gleichzeitig hoch und wieder runterführen. Und dann alles einmal ausschütteln. Heute habe ich euch wieder eine Fingerübung mitgebracht. Wir machen das Peace-Zeichen und das Telefon abwechselnd. Für das Peace-Zeichen benötigen wir Zeigefinger und Mittelfinger. Für das Telefon den kleinen Finger und den Daumen. Und dann versuchen wir das Ganze zu wechseln. Das heißt, das Peace-Zeichen wird zum Telefon und andersrum. Gerne ausprobieren. Es ist ziemlich neu, die Übung. Deswegen ist das wahrscheinlich neu für euer Gehirn und wird nicht direkt funktionieren. Das ist gar kein Problem, denn Übung macht den Meister. Gerne ausprobieren. Ein letztes Mal nochmal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, vielleicht klappt es beim nächsten Mal, schüttet eure Hände aus. Dann schütteln wir alles einmal aus, stellen uns entspannt hin und dehnen unseren Nacken. Dafür legen wir das rechte Ohr auf unsere rechte Schulter. Spüren die Dehnung im Nackenbereich. Einmal tief ein- und ausatmen. Und zur Mitte auf die andere Seite. Linkes Ohr auf die linke Schulter. Rechter Arm Richtung Boden. Auch hier schön tief einmal ein- und ausatmen. In die Mitte zurückkommen.
Als letzte Übung verschränken wir die Hände einmal hinter dem Rücken, strecken die Arme durch, die Schultern gehen nach hinten unten und wir dehnen dadurch unsere Brustmuskulatur. Auch hier schön tief atmen. Wer möchte, darf hier nochmal die Arme ein bisschen höher heben. Und dann langsam lösen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.